Ich möchte jetzt zeigen, wie man einen Kopf und eine Fußzeile erstellen kann. Kopfzeile wird hier oben erstellt und Fußzeile hier herunten. Dazu geht man den folgenden Weg: Einfügen, Kopfzeile Standard. Das wird hier dann eingerichtet. Und hier könnte ich hinschreiben, zum Beispiel meine Arbeit. Und kann es dann hier oben ganz normal formatieren und ausrichten, wie auch woanders. Ich kann dementsprechend auch eine Fußzeile einfügen. Ich kann jetzt hierher gehen. Heute erstellt. Kann man sie genauso gut ausrichten. Ich kann also hier über Einfügen Kopf- und Fußzeile eine Fußzeile erstellen und auch eine Kopfzeile. Und der Vorteil dieser Kopfzeile und der Fußzeile ist, dass sie sich dann automatisch auf jeder Seite meines Dokumentes dann wiederholen, ohne dass ich sie extra eingeben müsste.